Kani Erlebnispädagogik. Heute gibt es wieder eine kleine Pflanzenvorstellung, nämlich der Beifuß. Und hier haben wir das schöne Stück. Das Gefiederte ist typisch. Da oben sieht man dann schon den Anfang von der Blüte. Ja. Und jetzt wird eine Staude von, ja, zum Teil mannshoch. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Männer. Aber ein sehr tolles Kraut. So von der medizinischen Wirkung her gibt es ja ganz viele Aspekte. Für den Outdoor-Bereich hauptsächlich, dass er antibakteriell wirkt. Aber noch ganz andere viele Dinge. Bei Krampf, wirkt krampflösend, bei Blasentzündungen, bei Durchfall. In der Frauerheilkunde ist er sehr aktuell. Bei Gebärmutterkrämpfe, auch bei der Geburt, bei Hämorrhoiden, also bei Männern und bei Frauen. Dann irgendwann mal bei Männern ab 40. Ja? Und ganz viele andere Sachen. Und den kann man nicht nur zu medizinischen Zwecken nehmen, sondern auch für, also körperlich-medizinische Zwecke, sondern auch zum spirituell Räuchern. Und da gibt es nämlich eine ganz interessante Parallele. Der Beifuß wird eingesetzt bei zum Beispiel Wechseljahrsbeschwerden. Und wenn man das aber dann quasi verräuchert auf einem Stück Kohle oder auf einem Sieb mit einem Teelicht drunter, dann hilft der Beifuß nämlich bei Übergangsrituale. Und ja, ein Übergang im Leben einer Frau ist definitiv, wenn es in die Wechseljahre geht. Ja, wenn wir schon beim spirituellen Räuchern sind, es ist auch Schutz- und Segenskraut, hilft zu reinigen, sowohl Räume, Häuser als auch der Körper. Stärkt das Weibliche, Übergangsrituale haben wir schon gesagt, fördert die Intuition und das Wissen, das Traumbewusstsein und hilft beim Trauern und Loslassen. Genau. Ja, und jetzt wieder zurück in die Realität. Der Beifuß hat man früher auch nochmal zum Fleischwürzer, also Kleinhacke trocknen oder umgekehrt, ist ganz wurscht. Da hat man Fleisch damit gewürzt. Und der Stängel, also das ist also ein kleines Exemplar, hat jetzt glaube ich so um die 60 cm. Den lasse ich auf jeden Fall noch stehen. Der daneben ist sogar noch ein bisschen kleiner. Der Stängel vom Beifuß könnt ihr dann, wenn er groß genug ist und stark genug ist, mit heimnehmen und trocknen, fürs Feuer bohren. Also im Herbst, wenn er dann richtig groß gewachsen ist, werde ich mir mindestens einen abschneiden und über den Winter dann mal trocknen lassen. Einen habe ich schon daheim, aber so ein bisschen Vorrat kann ja nie schaden. Ja, das war's vom Beifuß. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich finde es eine ganz tolle Pflanze. Und ich finde es schön, dass der hier bei mir in der Nähe wächst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Gehabt's euch wohl und alles Gute. Ciao.